Yo Leute, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Ja Freunde, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich heute den ganzen Tag schon auf dieses Köpfchen gefreut habe. Denn heute gibt es die zweite Sorte von 7 Sorten von Rauchgold, die nächste Woche auf den Markt kommen, ne, mit 7 Sorten. Und zwar stelle ich euch heute den Pulp Fiction, wie ich ihn gerne nenne, vor. Freunde, ja, was gibt's zu sagen? Im letzten Video, vorgestern, habe ich euch ja schon gesagt, 200 Gramm werden 14,90 kosten. Mich hat der Godlike mega geflasht, deswegen freue ich mich auch jetzt auf dieses Köpfchen. Ich habe mir das Köpfchen mal wieder gebaut in meiner Sapphire Power Bowl RT mit einer Smokebox und Dye Black Kokos. Und das Köpfchen ist jetzt schon so ein bisschen am Aufwärmen. Kommen wir aber zuerst, bevor wir rauchen, nochmal zu dem Tabak, Freunde. Um was soll es sich überhaupt bei diesem Pulp Fiction handeln, ja? Ich habe auf der Webseite gelesen, es ist eine Williams-Birne. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Williams-Schnaps, ja, diesen Birnenschnaps. Da soll diese Williams-Birne verwendet worden sein. Mit einem 2-Zitronennote und einer leichten Minze im Hintergrund. Das heißt, wir haben hier einen Birnen-Zitronen-Minze-Tabak. Und ich würde sagen, wir schnüffeln mal an dem Ganzen. Zu der Feuchtigkeit, zum Schnitt muss man nicht viel sagen. Ich blende euch mal die Bilder von dem letzten Video noch ein. Also der Schnitt war echt super und der Tabak ist auch gut eingezogen. Da habt ihr nicht viel überschüssige Molasse. Also wenn man da meckert, dann ist das Meckern auf hohem Niveau. Und ich würde sagen, wir schnüffeln jetzt mal an dem Ganzen, um zu gucken, nach was das Ganze riecht. Ja, Freunde, im ersten Moment muss ich sagen, rieche ich von dieser Birne sehr, sehr wenig raus, wenn dann nur leicht im Hintergrund. Im Vordergrund habt ihr hier aber auf jeden Fall so eine süße, erfrischende Zitrone und man merkt auf jeden Fall, dass Minze mit am Start ist. Deswegen würde ich sagen, fackeln wir gar nicht mehr lang rum, sondern kommen zum Rauchen, gucken, wie das Ganze schmeckt, damit wir heute flott durchkommen durch das Video und damit wir heute uns abends wieder im Stream sehen, ne? Ja, Freunde, wie ihr sehen könnt, das Ganze raucht wieder wie ich sehe euch nicht mehr. Was kann man jetzt geschmacklich dazu sagen? Was mich jetzt auf jeden Fall überrascht hat, Freunde, war, dass im Geschmack, da habt ihr plötzlich zu 60% im Vordergrund wirklich so diese Birne, wie als hättet ihr gerade so einen Birnenschnaps getrunken, was man jetzt gar nicht rausgerochen hat aus dem Tabak, ja? Beim Einatmen kommt so leicht schon diese Frische in den Hals, ja, die merkt ihr durch die Zitrone. Ich muss sagen, eine nimmt 2 Zitrone eventuell nicht. Für mich ist es wirklich so eine authentische, frische Zitrone. Und die Minze, die schwingt dann nur so leicht im Hintergrund mit, ja. Also wie gesagt, ich dachte am Anfang immer, Fumari, der Pure Chill, ja, dieser Birnentabak wäre der beste Birnentabak. Muss ich mich aber wieder flashen lassen, ja. Also ich bin komplett geflasht von Rauchgold. Mich hat ja die letzte Sorte dieser Godlike-Tabak komplett aus den Hosen gehauen. Muss ich auch sagen, ist ab sofort eigentlich mein Lieblingstabak, dieser Godlike von Rauchgold. Der Pulp Fiction jetzt mit der Birne kommt nicht ganz an den Godlike ran, muss ich sagen. Ich finde aber... Es ist bisher der beste Birnentabak, den ich geraucht habe, ja. Also ich habe bisher noch keine bessere Birne geraucht. Ich mag Birne sehr, sehr gern in der Pfeife. Und durch diese Zitrone und durch das Frische, was ihr im Hals habt, lasst sich das, glaube ich, echt sehr gut rauchen im Sommer auch. Ob am See oder am Abend, also es ist echt eine Top-Sorte. Die Minze, wie gesagt, die schwingt nur so leicht mit, die rundet das Ganze fein ab. Also an die ganzen Leute, die Birne mögen, kann ich euch den Tabak nur empfehlen. Wie gesagt, Rauchgold kommt nächste Woche auf den Markt, kann man sich jetzt schon vorbestellen. Alle weiteren Infos werdet ihr wahrscheinlich hier unten finden in der Infobox. Ich verlinke euch mal wieder den Tabak und die Seite von Rauchgold, dann könnt ihr euch da ein bisschen durchlesen. Und ja, Freunde, ich würde sagen, Rauchgold macht da echt top Sachen, was es angeht mit Tabak. Kann ich nur ein Däumchen nach oben geben, kann ich nur eine Kaufempfehlung aussprechen.
Und ihr wisst Bescheid, Leute, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das noch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hinten ihr bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Das Video war heute mal ein bisschen kürzer, ich hoffe, es hat euch nichts ausgemacht. Trotzdem wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bedanke mich fürs Einschalten, einen guten Rauch euch da draußen und bis zum nächsten Mal, Leute, ciao. You've got one life to live, don't let